Liebe Freunde, willkommen zurück hier zu Grey Matter. Ich suche immer noch den richtigen Wein. Wir suchen immer noch den richtigen Wein, um das genau zu sein. Das sind viel zu viele Sorten. Irgendwas mit L ist es. Leure? Leure! Das sind immer noch zu viele Sorten. Leure. Leure. Ja. Ach du Schande. Wann ist er denn gestorben, die Laura? Also, wenn sie 2005 33 war. Aber die trinkt ja keinen Wein von ihrem Geburtstag. Das macht doch keinen Sinn. Ich macht doch alles keinen Sinn. Help! Ha! 2002 ist sie gestorben. Das hilft uns aber auch nicht weiter. Es sind schon gar nicht mehr so viele. Wenn wir Frankreich und Leure eingeben, dann wird's schon, aber... Jetzt lass uns mal auf die Pinnwand schauen, vielleicht hängt da irgendwas mit Wein. In der Küche stehen 2 Flaschen Wein! Hallo? Hallo. Alles in Ordnung? Ja. Ja, danke. Geh weg. Miss Dalton, Pinnwand. Mehr haben wir hier nicht. Da steht doch Wein. Simons Visitenkarte mit seiner Telefonnummer. Ich sehe hier nichts mit Wein. Wir haben ja nur 2 Visitenkarten. Also im Speisesaal ist nichts, in der Küche ist auch nichts. Mach mal die Fotos anschauen. Dieses hier entstand in unseren Flitterwochen. Dieses Foto wurde bei der Benefizveranstaltung am Tag des Unfalls gemacht. Ich hebe es nur auf, weil ich es nicht fertig bringe, irgendein Foto von Laura wegzuwerfen. Wir brauchen das Ja vor allem. Ich muss jetzt nicht telefonieren. Wie kriegt man das Ja raus? Ich bin verwirrt. Wie kriegen wir das Ja raus? Laura und ich haben an dem Abend am See Wein getrunken. Aber ich muss herausfinden, welche Weinsorte es gewesen sein könnte. Wir haben hier tausende Flaschen. An die Akten müssen wir aber nicht ran und die Rechnung suchen, oder? Oder doch? Das ist alt. So wie du. Dieser blöde Weinkellner. Art. Das trocken. Sind viel zu. Region. Leure. Das andere gibt's nicht, ne? Saint. Nee. Das sind immer noch zu viele Sorten. Das ist der falsche Jahrgang. Es war der Abend vor Lauras Geburtstag. Und deswegen haben wir wahrscheinlich einen Wein aus ihrem Geburtsjahr getrunken. So haben wir es immer gemacht. Jetzt muss ich echt rechnen. Also passt auf, wenn 2005 ist sie 33 geworden. Scheiße. Wann war sie 2002? 30.
Moment. 92, 82, 72. 72. Na also, das beschränkt die Auswahl auf 3 Flaschen. So viele kann ich probieren. Müssen wir das aufschreiben, oder? Wahrscheinlich. So. Cabernet Daniou. Nummern 92. Ach, das geht wahrscheinlich mit den Nummern. 93 und Nummer 94. Côte de Aubard. Côte d'Aux de l'Aubanque. Und Menetou du Salon. Salon. So, na dann, gehen wir mal probieren. Geil, Weinprobe. Jetzt geht's los. Der sagt jetzt wieder, er weiß es nicht. Oh Gott. 93? 92? Wo? Eine Zunge. Nein, weckt keine Erinnerungen in mir. Nichts. Dann muss es die 94 sein. Manitou Solo. Ich glaube, ja, das ist er. Geil, wir haben es geschafft. Kann man denn beim Schwimmen Wein trinken? Und wie hält eigentlich die Maske? Ist die angeklebt? Es gibt tatsächlich Maskenkleber. Ziemlich eklig, glaube ich. So, Tanksteuerung, hä? Tatsächlich. CD einlegen. The Scarlet Furies. Wo? Hier unten? Hä? Der CD-Player ist offen. Wo? Oh, ich sehe es nicht. Ist er das? Die CD ist drin. Ah. Play. Play. Hallo? Play? Na gut. Tank schließen. Play? Nee? Tank schließen? Hallo? Ah! Tank öffnen. Hm? Zuerst muss ich alles für den Isolationstank vorbereiten. Wie denn? Das sind Basisduftnoten, die ich in den Isolationstank leiten kann. Pinie, Vanille, Sandelholz. Aber ich brauche etwas Bestimmtes und muss dafür den Trichter benutzen. Okay. Wird erledigt. Ich habe das Shampoo in den Geruchsfilter geschüttet. Gut. Aha, so schaut's schon besser aus. Der legt sich da jetzt echt rein? Das ist ziemlich creepy. Es ist alles vorbereitet. Ich bin soweit. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was wir morgen an meinem Geburtstag machen. Ich hoffe doch, du hast nicht irgendwas Großes geplant oder was Peinliches. Du hast morgen Geburtstag? Habe ich ganz vergessen. Natürlich, als ob du dir jemals so eine Gelegenheit entgehen lassen würdest, du Schuft. Ach ja,
Dad hat gesagt, dass er Weihnachten in Venedig ein paar Tage mit uns verbringen will. Das wäre doch großartig. Ich bin froh, dass du mich überredet hast. Das wird sicher toll mit all der Dekoration und den Feierlichkeiten in den Kathedralen. Blaue Kacheln. Blaue Kacheln. Überprüfe die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos. Die Autos, David, die Autos. Wir haben nur ein Auto. Auf zum Auto, würde ich sagen. What the fuck? Das war jetzt fast schon gänsehauterregend. Also nicht erregend, sondern anregend. So. hinters Haus. Hat er wieder sein Kittel an? So, Mrs. Dalton kümmert sich zweimal im Jahr um die Instandhaltung. Ich rühre den Wagen nicht an. Was ist dann mit die Autos, David, gemeint? Lass uns mal schauen hier. Das ist erledigt. Nachricht von Laura, 3 von 36, ein Haufen Schrott. Psy und nochmal Psy. Geisterhafte Erscheinung. Bonuskapitel. Puh. Wir müssen nichts am Auto machen, im Ernst. Blaue Kacheln, überprüfe die Autos, David. Die Autos, David. Die Autos. Autos. Müssen wir jetzt unseren Therapeuten anrufen? Ich könnte die Polizei anrufen und nachprüfen, was Laura gesagt hat. Okay. Wir wissen, wo die hängt. David. Nein. Nein. Weg, alte Frau. Ganz eilig. Eine Visitenkarte von Inspektor Payser vom Polizeipräsidium in Oxford. Der Payser? Er hat die Ermittlungen zum Unfall geleitet. Gut. Ich würde, glaube ich, eher meinen Psychologen anrufen. An seiner Stelle. Hallo? Inspektor, David Stiles hier. Sie haben meinen Fall bearbeitet, den Autounfall in Oxford. Ah, Dr. Stiles. Ja, ich erinnere mich, Ihre Frau. Ein schrecklicher Unfall. Schon gut. Ich weiß, die Sache ist lange her, aber ich habe eine seltsame Frage. Ist Ihnen an den Autos irgendetwas aufgefallen? Vielleicht an dem anderen Wagen oder irgendetwas, an das Sie sich vielleicht noch erinnern? Einen Moment bitte. Ich sehe mir die Akte nochmal an. Was führt Sie eigentlich zu dem Anruf und der Frage? Ich dachte, ich hätte irgendetwas gehört. Es ist mir wieder eingefallen und seitdem beschäftigt es mich. Ich glaube, eine Sache habe ich Ihnen nie erzählt. Sie waren im Krankenhaus und... naja, egal. Auf jeden Fall war da etwas ziemlich merkwürdig. Das Gaspedal des anderen Wagens war irgendwie am Boden festgeschmolzen. Aber die Sache ist die, dieses Auto hat bei dem Unfall gar nicht Feuer gefangen. Kein bisschen. Das würde vielleicht erklären, warum das Auto einfach durch das Vorfahrt-Achtenschild gerast ist. Wie der Fahrer allerdings mit dem Gaspedal die 5 Meilen von zu Hause bis zum Unfallort geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Dr. Stiles? Danke. Ja, Sie haben recht. Wirklich merkwürdig. Falls ich sonst noch etwas für Sie... Ich melde mich. Mord. Und jetzt stehen wir da.
stehen wir da. Gehen wir mal, was mir gerade aufgefallen ist, wir könnten mal das Gemälde anschauen. Also dieses Fortschrittsübersicht ist ja ganz praktisch, aber irgendwie auch irreführend und verwirrend. Irreführend ist das falsche Wort, verwirrend. Auf diesem Gemälde sieht Laura so elegant aus. Schon, ja. Tja. Wieso hat er eigentlich seinen Geldbeutel dabei? Der liegt doch im Saloon neben dem Computer. Hat wohl zwei. Sollen wir nochmal in den Spiegel schauen? Schauen wir uns mal das Gemälde erst an. Lauras Vater hat auf der Jagd eine junge Eule gefunden und sie mit nach Hause genommen. Laura hat diese Eule geliebt. Sie ist in der Nacht vor unserer Hochzeit gestorben. War vielleicht ein schlechtes Omen. Ach süß, eine junge Eule. Oh, ist das cool. Aber die fressen Mäuse. Ich liebe Mäuse. Uns erscheint niemand. Sie ist jetzt nicht hier. Aber ich bin mir sicher, dass Mrs. Dalton Laura gesehen hat. Denke ich auch, ja. Ich weiß es gerade nicht, wo es weitergeht, Freunde. Die Erinnerung an einen Sommerabend ist komplett. Nachricht von Laura. Nachricht von Laura. Psyo, nochmal Psyo, ist dieses komische Gerät, von dem ich nicht weiß, wie wir es einschalten können. Geisterhafte Erscheinung ist abgeschlossen. Also wir müssen nicht mehr Lauras Geist suchen. Das hat sich erledigt. Wir brauchen nur die Nachricht von Laura. Bonus sagt mir jetzt gar nichts, was Bonus Kapitel 3 sein soll. Ich fürchte, wir müssen diesen Automaten irgendwie in Gang bringen, Freunde, aber... Können wir in Sams Zimmer rumspionieren? Das Mädchen ist in diesem Zimmer untergebracht. Wäre sie doch besser in Oxford geblieben. Wieso mag der die nicht? Ist doch nett und tüchtig. Gehen wir nochmal zum komischen Gerät. Was sagt er eigentlich zur Bodenluke? Es gibt hier noch andere Kellergewölbe, aber sie sind dunkel und unheimlich. Okay. Tja, Freunde. Zeit fürs Abendessen eigentlich. Ich glaube, ich mache jetzt auch eine Pause, aber ich nehme danach dann weiter auf, weil es macht gerade echt Spaß, auch wenn wir nicht zurecht weiterkommen, aber es hat was gerade. Mit diesen Rückblenden und alles ist schon cool. Oh Mann, wie kriegen wir das Ding nur zum Laufen? Bis 99. Zahl wird auf eine Wahrscheinlichkeit von 1 bis 99 eingestellt. Zahl wird inaktiv. Also ich fand es eigentlich gut mit alle Zahlen auf 99, aber scheinbar brauchen wir... Was brauchen wir? Vielleicht 2005 oder sowas? Nein. Irgendetwas stimmt mit dem Motor des Zufallszahlengenerators nicht. Ich sollte noch einmal einen Blick auf die Abbildung in Dr. Ramoskins Buch werfen. Haben wir doch schon tausendmal. Also für mich ist es am sinnvollsten, wenn alle Zahlen auf 99 stehen. Da hat jede Zahl die gleiche Chance.
Oder müssen wir alle auf 1 stellen? Aber wir können doch nicht jedes Mal hier alles durchklicken. Nee. Oder alles auf 10? Das könnte alles sein. Nein. Hat das was mit den Buchstaben hier zu tun? Dr. Ramuskin hat diese Buchstabenrollen erfunden. Ein Zufallszahlengenerator steuert die Buchstaben. Theoretisch kann man also mit der Kraft des Geistes Nachrichten erzeugen. Ah, Botschaft von Laura. Jetzt kapiere ich das. Wir versuchen hier gerade, die Laura dazu zu bringen, uns was mitzuteilen. Aber gerade dann ist es doch sinnvoll, wenn jeder Buchstabe die gleiche Chance hat. Gerade dann ist es doch sinnvoll. Jetzt sind alle deaktiviert. Aber ich hatte schon mal alle auf 99. Will er was Bestimmtes hören? Und warum sind es eigentlich 39 Buchstaben? Zahlen. So viele Buchstaben sind es doch nicht, oder? Wie viele Buchstaben hat ein Alphabet? A, B, C, D, E, F, G, A, H, C. Das war die Tonleiter. C, A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 36. Warte, nochmal. A, B, C, D, E, F, G, A, H. Nein! Nicht die Tonleiter! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26. Nicht 26. Kann es sein, dass wir alles bis zu 26 auf 99 schalten müssen? Das macht doch keinen Sinn. Ups. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, weil die Rollen sind ja ganz anders. Ja, Freunde, die Folge ist jetzt gleich rum. Die ist eigentlich schon vorbei. Ich mache gerade ein bisschen Überlänge. Ich versuche es jetzt mal so. Wenn es nicht klappt, muss ich leider eine Aufnahmepause machen, weil ich habe auch jetzt echt Hunger. Aber ich spiele später auf jeden Fall noch weiter. Es macht gerade echt Spaß. Und dann schau mal, wie es weitergeht. Nein. Irgendetwas stimmt mit dem... Das war's, liebe Freunde. Wir sehen uns später in einer neuen Aufnahme. Ihr seht die Folge dann morgen. Macht's gut!